Hallo, der Blind Spectator war hier mitgeworden. Wir spielen weiter Senran rein Kagura Beach Peach Splash. Diesmal die Gessen Story. Mal gucken, was uns bei den Mädels denn so erwartet. Habe ich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt? Ich glaube nicht. Fuck, hätte ich tun sollen. Peach Peach Splash. Du bist immer noch, liegst immer noch ein wenig falsch. Sag so. Peach Beach Splash. Wow, Shiki, du bist so gut darin, Dinge auszusprechen. Das liegt daran, weil sie so hart studiert hat. Und zwar sehr viele unterschiedliche Sprachen. Ja, weil sie überall auf der Welt arbeiten können will, richtig? Ja, so ziemlich. Aber ich bin jetzt total auf dieses ganze PBS-Ding fokussiert. Also tragen wir einfach Bikinis und schießen Wasser mit Wasserpistolen, richtig? Was denkst du darüber, You and me. Was denkst du? Vom Grunde meines Herzens werden wir nicht bei diesem erniedrigen Fiasko mitmachen. Was, wirklich? Weißt du, du hast gesagt, du wolltest etwas Aufregung. Etwas, ja. Aber alles gemäßigt, das ist einfach ein wenig zu extrem. Was? Das ist so lahm. Unsere Pflicht ist es, Elite-Shinobis zu werden und nicht unsere Zeit mit einem durchtriebenen Spektakel zu verschwenden. Ja, ich verstehe das total, Yumi, aber denkst du nicht, wir sollten zumindest mal die erste Runde probieren? Du weißt nie, vielleicht hilft es uns in unserem Training, gibt uns neue explosive Kräfte oder irgendein Mist. Denkst du? Ich habe immer noch meine Bedenken über zu viel Aufregung. Das ist irgendwie total das, worüber ich spreche. Wir müssen bereit für Aufregung sein, nicht wahr? Wir sind schließlich Shinobi. Ach, wenn du darauf bestehst, dann könnten wir zumindest unsere Zehen reinhalten. Jeder sollte einmal alles ausprobiert haben, denke ich. Okay, du rockst. Danke, you und me. Juppie, ich werde ein paar Hintern treten. Nun, wenn wir das hier machen, dann sollten wir auch mitmachen, um zu gewinnen. Keine halbärschigen Sachen hier. Du hast es gesagt, ich wollte ohnehin meine Fähigkeiten testen. Okay, dann lass uns loslegen. Aber behaltet die Durchtriebenheit bei einem Minimum. Ich flehe euch an. Ah, hier kann ich das Difficulty noch ändern. Ja, das setzen wir jetzt etwas hoch. Wir wählen Yumi aus. Ich habe es jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gespielt. Ich muss mich auch erstmal ein bisschen wieder in die Steuerung reinfuchsen, aber eigentlich war die recht einfach. Es ist immer noch viel zu heiß, by the way. Auch wenn es jetzt hin und wieder gewittert hat und alles, aber geht immer noch nicht klar. So, das hier ist jetzt hier Soul Drive, ja? Ja. パーティーピーポーの略だよ。
So, man muss bei dem Spiel echt aufpassen, weil wenn man mal von was getroffen wird, das ist dann oft sehr Chain-Reaction-like. Gerade von denen hier, die hauen einen dann richtig einen auf den Latz. Beziehungsweise allgemein eigentlich alle hauen einen auf den Latz und auf einmal hat man kein Leben mehr. Ich wäre auch dankbar, wenn meine Mates mich mal anspritzen würden, damit ich halt unbegrenzt Wasser habe, aber irgendwie die KI macht es nicht. Ich meine, gut, ich spritze sie auch nur aus, sehe ich nass, ne? Aber passiert dafür öfters. Packen wir mal hier Schild aus. Kein Wasser. Ich nutze die ganzen Sachen ja auch nur auf Gutdünken. Ne? Ist nicht so, als hätte ich eine große Ahnung, was die jetzt alle tun. Ja, Mission complete. Wow, das war großartig. Ja, tatsächlich, mein Herz klopft. Hey Yumi, können wir bei dieser PBS-Sache bleiben, bitte? Ich auch, das ist super Spaß. Ich würde auch gerne weitermachen. Diese Erfahrung wird nützlich sein, wenn ich bestimmte Szenen zeichnen muss. Bitte, alle. Yumi, mal ernsthaft. Selbst ich muss sagen, nach diesem einen Match, dein Herz klopft immer noch, richtig? Ja. Ja. Kein Grund, sich zu schämen, deswegen. Ich muss zugeben, auch ich hätte ein wenig Spaß dabei. Und ich verstehe, dass wir auch physisches Training brauchen, genauso wie mentales. Also das könnte uns auf jeden Fall helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Heißt es, wir können weitermachen? Bis zum Preis? Ja, solange wir unsere Blöße behalten quasi, das ist alles, wonach ich frage. Okay, ich werde sicher gehen, dass es teenagerfreundlich ist. Und ich werde meine Unschuld mit meinem Leben beschützen. Okay, dann alle vorwärts zum Kampf. Dignity war nicht Unschuld. Dignity ist eher so, ja, Ehre. Ich habe so viel Spaß hier. Weil das könnte tatsächlich mein letztes. Ah, ein Gessen-Pack bekommen. Und dann gehen wir doch mal zur nächsten Mission über. Okay, alle. Als Teilnehmer in diesem Turnier ist es unsere Pflicht zu gewinnen. Ja, und dann können wir nehmen, was immer wir wollen. Wir haben keine Notwendigkeit für so einen Preis. Wir werden einfach ablehnen. Was? Wir sind hier im Namen von sauberer, lehrreicher Wettbewerb. Jeder Preis wäre einfach zu viel. Ach, du bist zu ernst, weißt du das?
Ach komm schon, wer interessiert sich schon für den Preis? Lass uns einfach Spaß hier haben, ja? Noch wichtiger, unsere Erfahrung und Training wird uns vielleicht bei diesem bestimmten Wettbewerb nicht helfen. Wir werden eine neue Strategie brauchen. Absolut richtig. Wir wollen nicht in der zweiten Runde einfach rausfliegen. Ja, das macht mir auch ein wenig Sorgen, um ehrlich zu sein. Ich bin darin gekämpft, mit Fäusten zu kämpfen, nicht mit Pistolen. Ziele mit deinen Augen und drücke den Trigger. Nicht ziehen. Nee, Moment. Und squeeze, also touchen quasi, nicht drücken. Ich habe das einmal in einem Manga gelesen. Ich frage mich, wie sich das wohl anfühlt. Ich schätze, das ist wie Brüste squeezen, kneten, sage ich jetzt einfach. Ich weiß nicht, aber das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Ich verstehe, also sehe ich direkt auf unser Ziel und stell mir vor, Brüste zu massieren. Also ist es wie Milch aus einer Kuh zu ziehen, weil das habe ich nie getan und ich weiß nicht wirklich, wie sich das anfühlt. Ich auch nicht. Sind hier irgendwo Kühe in der Nähe? Vielleicht könnten wir üben, damit wir das Konzept voll verstehen. Keine Kühe, aber Brüste. Sagst du, ich verstehe, aber wenn wir das tun, dann wessen Brüste? Ich will Yosakuras. Total, wenn wir jemanden melken müssen, dann muss es Yosi sein. Niemals, ihr werdet mich nicht melken. Und hast du mich gerade eine Kuh genannt? Aber es ist Teil unseres Trainings. Berühr deine eigenen Brüste. Tapf sie einfach an und leg los. Verstehst du? Okay. Also, berühren wir einfach alle unsere eigenen Brüste dann? So soll es sein. Im Namen des Sieges. Hey, hilft das wirklich? Leute, alles klar. Yosakura mit einem Sniper. Okay. Ich mag Yosakura immer noch nicht. Ist immer noch nicht mein Lieblingscharakter. Das heißt natürlich nicht viel, weil viele sind nicht meine Lieblingscharakter. Mein Lieblingscharakter sollte ja allgemein bekannt sein, ne? Aber ja. Yosakura ist auch nicht auf meiner Favoritenliste. Aber was soll's. Ist kein Sniper, ne? Das ist die Schrotze. Ja. Ach, du Kacke. Na, rangehen ist halt echt gefährlich, ne? War leider echt schlecht gezielt von mir. Da darf man echt nicht daran gehen, weil diese Bomben, die werfen, die haben eine große Reichweite. Ah, ich wurde ein bisschen nass gespritzt, aber leider nicht genug. Okay. Setzen wir das ein. Hier sammelt sich der Spaß. Oh fuck. Das hat ihn nicht gekillt. Aufheben. Ah,
schon abgeschlossen. Trotz all diesen komischen Kneten, ein Sieg ist ein Sieg. Okay, wir haben es geschafft, alle. Wir haben unsere eigenen Brüste betatscht. War es total wert, richtig? Ja, versuche einfach und war still, schweigen darüber, wenn es jemals rauskommt. Hahaha! Hervorragendes Schauspiel von den Gessen Girls. Das war einiges an Teamwork. Ja, richtig, wir sind total on fire. So innovative Trainingsmethoden, euch selbst zu kneten, im Namen unserer Zuschauer salutieren wir für euch. Ihr habt das alles gesehen? Natürlich, und wir werden es niemals vergessen, nicht wahr? Es ist in unsere Netzhaut gebrannt. Nun, nicht in meine Netzhaut. Ich habe versucht, näher hinzusehen, aber Miss A hat die Hölle aus mir rausgeschlagen. Absolut richtig, das habe ich getan. Du willst Boob-Squeezing sehen, dann hast du zwei direkt hier, aber lass uns damit mal noch zurückhalten. Habe ich das gerade laut gesagt? Machen wir weiter. Also, ihr seid alle weiter im Wettbewerb. Also, haltet diese Leidenschaft aufrecht bis zum Ende. Okay, und so wird der Plan. Plan? Achte da gar nicht drauf. Einfach weiter kneten und diese Gewinne sammeln. Und damit sehen wir euch später. Was ist gerade mit diesen beiden passiert? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe schon von Anfang an etwas gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Nun, aber kein Problem, richtig? Weil wir sind total dabei. Alles, was uns in den Weg kommt, werden wir einfach aus dem Weg räumen. Einfach so. Ja, das ist richtig. Ihr würdet dafür nicht mehr mich brauchen, nicht wahr? Shiki, was meinst du damit? Nichts. Einfach nur Unsinn. Wir müssen uns fürs nächste Match vorbereiten, ja? Also los schon. Fangen wir an. Was ist los mit ihr? Haben wir wieder ein bisschen Stuff bekommen, aber ich würde sagen, die nächste Folge sehen wir dann. Ne, die nächste Episode sehen wir dann in der nächsten Folge. So, der Weihnachtsspecial war auf euer Mikrofon, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann. Haut rein. Abo. Video.